Herzlich willkommen zu den Mittagsspitzen aus dem alten Wartesaal unter dem Kölner Hauptbahnhof. Ja! Herrlich. So, da wollen wir uns mal einen schönen Abend machen. Oder sind Sie Fan von einem lupenreinen Arschloch? Wladimir Putins Russland schockiert mal wieder die Welt. Vorletzte Woche wurden die drei jungen Frauen von der Band Pussy Riot zu 2 Jahren Straflager verurteilt, weil sie in einer Kirche Punklieder gesungen haben. Das galt als Blasphemie. Es gab die Frage von Radio Erivan. Wurden die Frauen wirklich wegen Gotteslästerung verurteilt oder weil sie Putin kritisiert haben? Rückfrage von Radio Erivan. Wo ist da der Unterschied? 2 Jahre Straflager für einen Protestsong in der Kirche. Das würde es bei uns nicht geben. Da wäre die Kirche doch froh, wenn überhaupt mal junge Leute reinkommen. Ja? Außerdem bizarre Gestalten in Kirchen, die seltsame Mützen aufhaben und strafrelevantes, provozierendes Zeug von sich geben. Das heißt in Köln nicht Pussy Riot, das heißt Kardinal Meister. Wobei diese Form des Protestes bei uns eh nicht möglich wäre. Pussy Riot schafft es, den Staat noch wirklich zu provozieren. Die bekannteste Punkgruppe in Deutschland sind die Toten Hosen. Aber die sind so gesettelt und bräsig, wenn die in die Kirche eindringen, dann wirkt sogar die Deutsche Bischofskonferenz punkiger als die. Auf jeden Fall aber zeigt das Ganze, was für eine Diktatur Russland immer noch ist. Es sollte ja allen Ernstes nicht nur Pussy Riot verurteilt werden, sondern auch der Putin-Gegner und Schachgroßmeister Garry Kasparov. Ehrlich, man sagt, Putin empfindet es als versteckte Kritik an sich, weil Kasparov in einem Schachspiel den König geschlagen hat. Ja, nichts zu dem ganzen Fall hört man ja mal wieder von unserem Mann in Russland, Gerhard Schröder. Schröder und sein Freund Putin. Warum kommt da nicht mal ein klares Statement? Sowas wie, das ist ein fieser, machtgeiler Typ, dem die Demokratie und die Menschen in Russland total egal sind. Ja, stimmt doch. Und der Putin ist auch nicht viel anders. Aber alle schließen sich mit Putin zusammen. Natürlich auch die orthodoxe Kirche, die das macht, was alle christlichen Kirchen seit ihrem Beginn immer tun, sich brav auf die Seite der Staatsmacht schlagen, solange es sich dabei nicht um Kommunisten handelt. Die Kirche hat vor Gericht argumentiert, in einem Gotteshaus zu randalieren, wäre eine schwere Straftat. Gut, dass Jesus damals beim Randalieren im Tempel nicht in Russland gelebt hat. Er wäre sein Leben lang aus Sibirien nicht mehr rausgekommen. Apropos Sibirien. Schauen wir nach Osten und schalten um zu Uli aus Deppendorf. Hallo Uli. Hallo Jürgen. Uli, na, wie sieht's aus? Alle wieder zurück aus dem Urlaub? Genauso sieht es aus, leider alle wieder da. Das musste auch die Bundeskanzlerin feststellen, die nach ihrer Rückkehr auf die Regierungsbank eine böse Überraschung erlebte. Der Euro ist doof, Merkel auch. Da hatte irgend so ein... Hat irgendein Rotzlöffel aus ihrer Rasselbahn die einen bösen Streich gespielt. Aber wer war der Urheber dieser Schmierereien im Bundestag? Von der FDP kann es keiner gewesen sein, sind die führenden Mitglieder doch inzwischen voll domestiziert und mit der eigenen schmutzigen Wäsche beschäftigt. Der Einzige, der zwischenzeitlich mal für Ärger sorgte, war Dirk Niebel, der Minister für Teppichhandel und Import, zollfreier. Importzollfreier Bodenbeläge. Aber das ist inzwischen längst vergessen oder wie der Niebel sagen würde, alles in trockenen Teppichen. Auch der
Auch der Neue im Kabinett, der brave Peter Altmaier, kommt nicht als Schmierfing in Frage. Denn erstens malen seine Mühlen langsam und zweitens ist er so dankbar, dass ihn die Kanzlerin ans Ruder der Energiewende gelassen hat, dass es ihm gar nicht in den Sinn käme, ihren Kurs zu verlassen. Bleibt eigentlich nur einer, der es wagen würde, der Kanzlerin zu widersprechen. Lass mich raten. Der tapfere Wolfgang Bosbach? Nein. Der rotzfreche Wolfgang Kubicki? Nein. Ich hab's. Der doofe Dobrindt. Genau, der Alpenwudi. Der Alpenwudi Allen. Aber den Mann nimmt doch keiner mehr ernst. Der redet doch genauso, wie er aussieht. Tja, aber trotzdem, seine Forderung, Griechen raus aus der Eurozone, wird doch von vielen seiner bayerischen Landsleute geteilt. Deshalb viele glauben, der Dobrindt sei nur der verlängerte Arm von Horst Seehofer, mit dem sie die Kanzlerin ja immer mal wieder einen Schlagabtausch liefern. Das Kräftemessen zwischen ihr und dem CSU-Vorsitzenden gehörte in der Vergangenheit zu einem festen Ritual des schwarz-gelben Hickhacks hier in Deppendorf. Aber es scheint, als habe sich die Kanzlerin durchgesetzt und dem christsozialen Unruheherd endgültig den Strom abgedreht. Sie hat aus ihm genau das gemacht, was sie irgendwann aus allen Konkurrenten macht, Muttis Liebling, dessen großes Herz nur einer gehört, seiner geliebten Angela. Ja, also, dann kann das mit den Schmierereien ja nur von der Opposition kommen. Auch das glaube ich nicht, denn die ist mehr mit sich selbst beschäftigt. Die SPD mit der K-Frage, K wie kann ich nicht mehr hören, oder K wie Kasper-Theater. Und da läuft gerade eine Klamotte, bei der sich eigentlich nur eine so richtig amüsiert, nämlich die lachende Vierte, die Frau, die das K nicht in der Frage, sondern im Namen trägt. Auch die Grünen sind zurzeit voll auf damit beschäftigt, endlich zu klären, wer neben Chefgärtner Trittin den grünen Garten bei der Bundestagswahl bestellen soll. Tja, und die Piraten entwickeln sich mehr und mehr zur Ratenpartei. Zumindest in Umfragen, eine Partei erlebt den Abstieg auf Raten. Die Kanzlerin hat also den Rücken vollständig frei und kann das tun, was sie am liebsten tut, die führenden Männer Europas auf Kurs zu bringen. Auf ihren Kurs. Ja, aber Uli, wer hat denn dann im Bundestag die Parolen an der Wand geschrieben? Tja, also... Nein, Uli! Uli, das warst doch nicht du. Nein, der Euro ist doof, das war ich nicht. Aber das mit Merkel auch, sag bloß, das ist von dir. Nun, und damit zurück nach Köln. Danke an Uli aus Deppendorf. Und wenn Sie es noch einfach erklärt haben wollen, empfehle ich den genialen Didakten Adolf Rating. Oh. Ja, hallo. Ja. Hallo, ich komme ja aus Berlin und da war jetzt gerade wieder Energiegipfel. Ja, da ist Handlungsbedarf. Die Energiewende macht den Strom so teuer. Auweia, was haben Sie uns in der Energiepolitik nicht alles schon für Märchen erzählt? Wissen Sie noch, es geht nicht ohne Atomkraft. Ja und? Da haben wir über die Hälfte der Dinge abgestellt und als es im vergangenen Februar so kalt war, haben wir noch Strom nach Frankreich exportiert, weil die mit ihren zig Atomkraftwerken nicht genug hatten. Daran sieht man doch spätestens, dass das Schwachsinn war, was Sie früher mal gesagt haben, die Atomkraftgegner wollen nur, dass bei uns eines Tages das Licht ausgeht, damit der Russe im Dunkeln einmarschieren kann. Ja. Und Wirtschaftsminister Rösler und Umweltminister Altmaier wollen uns jetzt wieder sagen, die Energiewende wird teuer, natürlich nur für uns. Die Großstromverbraucher müssen ja nicht bezahlen. Das ist doch furchtbar, was da immer wieder für Märchen erzählt werden. Die Energiewende wird teuer, erzählt uns das nochmal. Wind und Sonne sind umsonst. Sie drücken jetzt schon den Strompreis an der Leipziger Strombörse. Ja, das wird natürlich zu teuer für die fossilen Energieriesen. Da verdient ja nachher keiner mehr. Wenn jeder die Solaranlage auf dem Dach hat und sein Auto damit volltankt, das wäre der Untergang. Da gibt es an der Tankstelle nur noch Bier und das wollen die Bayern auch noch verbieten. Also, wissen Sie, ich frage mich manchmal, was sind das nur für schräge Vögel, die da bei uns in den letzten Jahren nach oben gekommen sind. Da brauche ich ja gar nicht erst die Flexiquoten-Frau Christina Schröder zu nennen oder Dobrindt von der CDU oder Gesundheitsminister Bahr oder Philipp Rösler. Man fragt sich doch bei vielen, wie sind die da überhaupt hochgekommen? Ich weiß, gefälschte Doktorarbeiten, das Thema ist ja nicht neu. Die Uni Heidelberg hat die Doktorarbeit von Helmut Kohl jahrelang streng unter Verschluss gehalten. Der Kohl, der wusste noch, wie man das richtig macht. Ja, wie sind die nach oben gekommen, diese lächerlichen Galgenvögel? Ich weiß, woran das liegt. Es ist noch nicht lange her. Erinnern Sie sich noch, da hatten Motivationstrainer bei uns einen gigantischen Erfolg.
Motivationstrainer. Da haben Firmen, die sonst an ihren Mitarbeitern gespart und gespart haben, plötzlich Tausende auf den Tisch gelegt, um ihre Top-Mitarbeiter zum Motivationstraining zu schicken. Die wurden in ein Sternehotel am Autobahnkreuz verbracht und da haben sie sich dann von talentierten Gebrauchtwagenverkäufern, die nicht auf den Mund gefallen waren, motivieren lassen. Und das ging ungefähr so. Hallo, heute ist ein schöner Tag. Ein schöner Tag zum Lächeln. Ich möchte euch alle lächeln sehen. Kommt, lächelt, die Zähne auseinander. Ihr könnt es, ihr müsst nur Köln sagen. Dann lächelt ihr schon. Ja, wir versuchen es gemeinsam. Wir sagen alle Köln. Bei drei geht's los. Eins, zwei, drei, Köln. Das geht noch besser. Kommt, nochmal. Eins, zwei, drei, Köln. Ja, ja, super, du kannst es. Du hast gesehen, in dir steckt mehr. Der normale Mensch nutzt nur 10% seines Gehirns. Schwinge dich auf, die restlichen 90% auch zu nutzen. Ja, es gibt unterschiedliche Arten von Vögeln. Es gibt Hühner und es gibt Adler. Es gibt Hühner, die ihr Leben lang auf dem Boden das picken, was vor ihnen ist. Dann legen sie Eier, die nimmt man ihnen weg, dann fangen sie an zu gackern. Wer mit den Hühnern gackert, kann nicht mit den Adlern fliegen. Du hast deine Flügel zum Fliegen. Schwinge dich auf, sei Adler. Da waren die ganzen Seminarteilnehmer aus ihrer Bodenhaltung heraus so beflügelt, dass sie die ganze Kraft der 90% in sich gespürt haben. Und so haben die Hühner zum Fliegen gebracht. Ja, und jetzt sind die Hühner oben. Ja, diese ganzen schicken Wings von der FDP, diese Lindners. Ja, ja. Diese Lindners. Ja. Ich weiß auch, diese Lindners, das sind ja gar keine Hühner, das sind Hähnchen, die haben nicht mal Eier. Gut, ja. Man kann das ja sagen, ist ja nicht so schlimm, die können sich da oben ja gar nicht so lange halten, die stürzen ja auch wieder ab, aber solange sie oben sind, sind sie gefährlich, da scheißen sie auf uns. Man hat es ihnen doch beigebracht. Wer Erfolg haben will, braucht Adlerqualitäten. Der braucht ein helles Köpfchen, wache Augen, einen kräftigen Schnabel und zupackende Klauen. So haben die Drückerkolonnen der Versicherungsvertreter von der Hamburg-Mannheimer sich die Knete der Leute gekrallt, um sie mit falsch berechneten Riesterverträgen sitzen zu lassen. So haben die Maschmeyers die Riesterrente zur sprudelnden Quelle für sich gemacht. Jetzt sitzen die betrogenen Rentner da und gackern. Aber die Vertreter fliegen weiter. Sie sind Adler, die in Budapest die Hühner. Ja, nicht nur in Budapest, sie sind überall. In der Politik, in der deutschen Wirtschaft, am Kapitalmarkt, all das Geschmeiß, das sich auf Charity-Galas rumtreibt. Gucken Sie mal rein, da sind Sie alle versammelt. Vor Weihnachten geht es wieder los, ein Herz für Kinder, kennen Sie das? Wo man sich immer fragt, wo haben Sie dieses eine Herz her? Gucken Sie sich die genau an, die Charity-Galas, dann sehen Sie das am besten. Frau Ofen mit ihren Schlauchbootlippen, auf denen sie bis nach Amerika schwimmen könnte. Dieses breite Lächeln, deswegen haben wir extra Breitbandfernseher, damit dieses Lächeln übertragen werden kann. Schauen Sie genau hin, bei den Damen sehen Sie es am besten. Hühner, die Adler sein wollen. Das Gesicht glatt und zart wie ein Kinderpopo. Der Hals wie von einem Truthahn und die Hände wie Raubtierklauen. Hühner, die Adler sein wollen. Zu den Raubtierklauen haben Sie es gebracht. Klauen, das ist das Handwerk. Ja, Sie sind so nett, Sie lächeln in allen Talkshows. Sie tun doch gar nicht. Nicht wahr? Auch die an der Börse, die tun nicht. Sie wollen nur spielen. Ja. Sie wissen ja, warum die Vorstandschef und die Spitzenpolitiker immer von den Chauffeuren die Autotüren aufgemacht kriegen. Das ist wegen der Kindersicherung. Adolf Rasching! Ja. Apropos Kindersicherung, das Ehegattensplitting bleibt umstritten, denn Millionen Paare leben ja inzwischen ohne Trauschein zusammen. Aber mehr als die Hälfte von ihnen würde doch gerne heiraten, allerdings nicht den derzeitigen Partner. So auch bei diesem überschätzten Paar der Weltgeschichte. Frau Maischberger, fragen Sie mich mal was. Herr Schmidt, wir sitzen jetzt hier seit 4 Wochen in diesem Studio. Wann können wir die Sendung endlich mal beenden? Wenn ich alles erklärt und zu Ende geraucht habe. Aber das geht schnell. Ich hab nur noch 10 dabei. Zigaretten? Nee, Stangen. Hallo.
Aber Herr Schmidt, erwartet denn nicht Ihre neue Partnerin zu Hause? Nein, sie wohnt nicht bei mir. Wir haben uns entschieden, eine wilde Ehe zu führen. Das heißt, wir haben getrennte Aschenbecher. Sehen Sie sich denn oft? Sie ist jeden Tag bei mir. Wirklich sehen können wir uns natürlich nur sonntags, weil dann gelüftet wird. Ja. Aber meistens kommt sie abends zu mir und wir sitzen die ganze Nacht zusammen und reden bis morgens früh. Ja, und dann? Dann höre ich auf zu reden und wecke sie. Herr Schmidt, Ihre Lebenspartnerin ist 78 Jahre alt. Ja, und ich habe auch gezögert, etwas mit so einem jungen Ding anzufangen, das noch Flausen im Kopf hat. Warum? Na, wegen der Zukunftsperspektive. Sie ist 78, ich bin 93. Da hat sie natürlich schon gefragt, Helmut, was machen wir in 20 Jahren? Und ich habe gesagt, mach dir keine Sorgen, ich bin bereit, dich zu pflegen. Ja. Und denken Sie, Herr Schmidt, kann man auch im hohen Alter noch mal heiraten? Natürlich, ich denke, ein, zwei Jahre. Geht das bei Ihnen noch, Frau Marschberger? Wenn Sie einen finden, der Sie nimmt. Ich meine nicht mich, sondern Sie. Ist Ehe für Sie ein Thema? Natürlich ist Ehe ein Thema. Ich habe die Ehe schließlich selbst erfunden. Als mich damals Adam gebeten hat, ihm eine Frau zu basteln. Die Ehe bietet ja auch steuerliche Vorteile, die im Moment stark diskutiert werden. Ich weiß, das habe ich auch selbst entwickelt, als damals Heinrich der VIII. Von England zwei seiner Frauen köpfen ließ, habe ich gesagt, Heinrich, das geht nicht, wir brauchen eine neue Form des Ehegattensplittings. Aber haben Sie und Ihre Freundin denn Heiratspläne? Ich meine, Sie sind frisch zusammen, da hat man doch Schmetterlinge im Bauch. Ich habe gehört, Sie machen mit ihr sogar Urlaub. Natürlich, wir machen auch oft total verrückte Dinge, die nur Verliebte tun. Oh. Wir rauchen zum Beispiel manchmal ohne Filter. Und bald fahren wir in Urlaub nach Amerika zu meinem Freund Henry Kissinger. Und da besuchen wir die Stadt, die die Amis nach mir benannt haben. Ja, Houston in Texas. Aber Herr Schmidt, was sagen Sie denn jetzt zum Thema Ehering? Zum Thema Hering kann ich nur sagen, das ist ein Schwammfisch, der in der Nordsee lebt. Nein. Ich meine, was ist mit Standesamt? Stuyvesant war lange Zeit meine liebste Zigarettenmarke. Herr Schmidt, ich glaube, Ihr Hörgerät streikt. Lucky Strike habe ich auch gerne geraucht. Es geht um die Ehe. Verstehen Sie meine Frage? Nein, aber das ist egal. Frau Marschberger, wenn ich meine Antwort gehört habe, kann ich mir Ihre Frage vorstellen. Ja. Herr Schmidt, ich wollte doch nur wissen, die Ehe, ja, soll für stabile
Verhältnisse sorgen? Was ist Ihr Geheimnis für eine lange und gute Partnerschaft? Da gibt's nur eins. Eine Beziehung ist am spannendsten, wenn sie sich immer auf der Kippe befindet. Schätzte Paare der Weltgeschichte. Oh, wei, wei, wei. Ja, ein Zickenkrieg beschäftigt Deutschland. Gertrud Höhler greift Angela Merkel an. Gertrud Höhler kennen Sie. Die hat früher angeblich mal Helmut Kohl beraten, aber der weiß davon nichts. Dann hat sie ihren Job geändert und arbeitet nun seit vielen Jahren als ständiges Bühnenbild in den deutschen Talkshows. Und sie hat nun ein Buch über Merkel geschrieben, Die Patin. Das heißt, die tut so, als wäre Merkel in der Mafia. Angela Merkel, hör mal, die ist doch total rechtschaffen. Wenn die Chefin der Mafia wäre, würde sie doch als erstes sagen, so, mit dem Erschießen und dem Drogenhandel hören wir auf, wir dealen ab heute mit Pflaumenkuchen. Ne? Aber was Höhler der Merkel vorwirft, ist, alle ihre Gegner beseitigt zu haben und nun alleine oben zu stehen. Dabei liegt das doch nicht an Angela Merkel. Das liegt an den Gegnern. Was waren denn das für Typen? Kohl war in der Parteispendenaffäre kriminell geworden und hat sich jetzt ausgeschossen. Schäuble genauso. Roland Koch hat sich mit seinem ausländerfeindlichen Wahlkampf selbst zur meistgehassten Person der CDU gemacht. Christian Wulff hat seinen Posten durch Geldgeilheit verloren. Und Röttgen war so blöd, sich vor der NRW-Wahl von Nordrhein-Westfalen zu distanzieren. Ja, Entschuldigung, die haben sich doch alle selbst erledigt, doch nicht die Merkel. Das ist, als hätte es ein Wettrennen gegeben und alle sind mit ihren Formel-1-Wagen selbst gegen die Wand gefahren. Und am Ende gewinnt die Merkel mit dem Klapprad. Ne? Ja. Nicht, weil die so gut ist, sondern weil die anderen so doof sind. Wobei ich jetzt nicht sagen will, dass Angela Merkel Klapprad fährt. Also, das würde ja suggerieren, dass bei ihr irgendwas vorwärts geht. Nicht? Aber, nein, aber... Die Gertrud Höhler sagt, Merkel wolle in Deutschland die Demokratie vernichten, weil sie in der DDR aufgewachsen ist. Und gut, die Angela Merkel kommt aus einer Gegend, in der es wenig unterschiedliche Kulturen gab, in der keiner bleiben wollte und wo man schwer rauskam. Aber die Gertrud Höhler doch auch. Die kommt aus Wuppertal. Ich denke, die Argumentation ist doch ein bisschen plump. Zu sagen, das System, in dem man aufgewachsen ist, wird man nie los. Dann wären ja alle Ostdeutschen keine Demokraten, alle über 70 wären alte Nazis oder alle, die in Köln aufgewachsen sind, wären faul, hätten nur Saufen und Feiern und Karneval im Kopf. So. Gut, wenn ich mich hier so umschaue. Ja. Hallo, ja. Ja. Wo glauben Sie, ich habe jetzt eine Sache am Laufen. Hör mal, da könnte ich mich ärgern, dass ich da nicht schon früher drauf gekommen bin. Ja, hör mal, da gibt mir so viel an Erfüllung und Befriedigung. Nee, nee, also nicht eine Frau. Nee, also ich meine, komm, ich habe ja schon eine, ne? Nee, ich bin jetzt Mitglied von unserem von mir gegründeten Philosophenstammtisch. Ja, hör mal, wir treffen uns, ja, wir treffen uns einmal die Woche immer in der Alten Funzel. Ne? Das ist bei uns um die Ecke so eine Eckkneipe. Hör mal, mit Wirtin, die Gisela, ne? Ja, wie bin ich drauf gekommen auf dieses Bedürfnis in mir? Das ist, weil je älter ich werd, und das passiert von Tag zu Tag mehr, desto mehr konfrontiere ich mich selbst mit Fragen, die ich früher gar nicht hatte. Ne? Fragen wie, warum? Wohin? Wieso? Was soll das? Oder auch einfach nur, hä? Ja, scheiße. Hallo. Ja, wo man versucht, Dinge um Grund zu gehen, die vordergründig vielleicht gar nicht so erscheinen, aber wo sich dahinter was verbirgt und wo sich dem Philosophen schon wieder die Frage stellt, was, ne? Ja,
Und da versuchen wir eben, Licht im Dunkeln zu bringen. Und deswegen haben wir als Tagungsort die alte Funzel ausgesucht. Ja, wobei Tagung nicht ganz stimmt, weil wir uns ja, also abends, ne? Ja, und wir ist in dem Fall ich, ne? Ja, dann noch der Ernst Pichel und der Opa Hinze. Hör mal, lange Zeit hab ich den falsch eingeschätzt, ne? Da dachte ich nur immer, ha, lass den mal eine Fliege verschlucken, dann hat der mehr Gehirn im Bauch als im Kopf, ne? Ja, aber immer jetzt hat er in der letzten Zeit ein paar Weisheiten rausgehauen. Da habe ich ihm gesagt, er wäre schon ein Kandidat für meinen Philosophenstammtisch. Zum Beispiel so Weisheiten wie, halb besoffen ist rausgeschmissen Geld. Ne? Hör mal, da liegt so viel Erkenntnis drin, dass man sich glücklich schätzen darf, wenn du so einen mit dabei hast. Ich sag, Opa Hinze, Respekt. Ich trink Pilz. Ne? Ja, hör mal. Und manchmal, ja, und manchmal knüpfen wir uns auch so richtige Philosophen vor, ne, um zu verstehen, wie die so ticken. Zum Beispiel, letzte Woche hatten wir uns Kant vorgenommen. Und ich muss sagen, oh la la. Also, Freunde, dieses Zeitalter von der Aufklärung, nicht von schlechten Eltern. Ne? Ja, ich hatte den lange Zeit, hatte ich den verkannt. Diesen Kant, ne? Beziehungsweise, ich kannte den gar nicht, ne? Ja, aber bis der Opa Hinze sagte, kennt ihr den schon? Was du nicht willst, dass man dir tut, das füge ich auch keinem anderen zu. Er sagte, das wäre praktisch Kant in Kurzform. Der sogenannte kategorische Infinitiv, ne? Oder Schopenhauer hatten wir danach drangenommen. Oh, hör mal, der war gar nicht zu sprechen. Gut zu sprechen auf den Kant, ne? Weil er sagte, das wäre gar nicht der Infinitiv, das wäre Killefit. Ja, ach, hör mal, und Habermas, ne, das ist ja so ein neuzeitlicher Philosoph, der meinte wieder was anderes. Ja, die waren sich untereinander auch nicht immer einig, ne? Und aktuell sind wir dabei, die alten Griechen aufzumischen. Hör mal, die hatten ja Philosophen, meine Fresse. Hör mal, da konntest du die Straße mit pflastern, ne? Boah, wen hatten die alles? Hier Aristoteles, Sokrates, Hippokrates, Herpes, ne? Herakles, ja, die liefen da den lieben langen Tag durch die Gegend und laberten sich gegenseitig eine Klinke am Sack, ne? Boah, hör mal, kein Wunder, dass die heute pleite sind, ne? Wenn da keiner richtig arbeitet, ne? Ja, und wenn wir dann am Ende von unserem philosophischen Stammtisch bei Gisela die letzte Runde ordern, dann trinken wir immer ein Uso, ne? Im Angedenken an die alten Griechen, aber auch die neuen, um die wirtschaftlich zu unterstützen. Aber ich kann nur hoffen, dass der Uso auch wirklich aus Griechenland kommt, ne? Dass der da nicht auch wieder irgendwo in China zusammengeschraubt wird, ne? Aber jedenfalls haben wir dann in der alte Funzel, hör mal, oft die Lampe dermaßen an, dass wir regelrecht erleuchtet sind. Also, Freunde, in diesem Sinne, in cognito, ergo sum, oder auf gut Deutsch gesagt, ich denke, so bin ich. Ne? Ja, bis dann. Hirsche, ich muss euch jetzt einen ganz heißen Top erzählen. Eine Unverfrorenheit, wie man wieder an das Geld von uns kleinen Leuten kommen will. Das sind drei Organisationen. Die Mafia, die Camorra und die DEKRA. Ne? Ich sage in diese drei, TÜV, GTÜ und DEKRA, die haben ihre Lobby-Loddels nach Brüssel geschickt. Und dann haben die da die Politiker so lange malträtiert und gepiesackt, dass sie jetzt ein Gesetz machen wollen, dass wir da jedes Jahr einmal hin müssen und 90 Euro abdrücken müssen. Zu unserem Schutzgeld, ja? Also, ich sage Ihnen mal eins, 1%, noch nicht mal 1% aller Unfälle haben irgendetwas mit technischen Mängeln zu tun. Aber die wollen, dass wir da hinkommen und dann gucken die mal so schön für 90 Euro mal unten drunter, unterm Auto, und dann lassen sie uns wieder fahren, 90 Euro. Und nicht beim wohlhabenden Gebraucht, Neuwagenkäufer, nein, beim kleinen Gebrauchtwagenkäufer wie du und ich.
Da kriege ich so einen Hals mit meinem 200D. Jedes Jahr 90 Euro. Ich meine, gut, ich verstehe das. Jede Firma wünscht sich, dass die Menschen gezwungen werden, ihre Leistungen abzukaufen. Ne? Die Ärzte fahren auch nach Brüssel, ne? Und fordern jetzt bei Gebrauchtmännern, ne, zum Beispiel alle 3 Monate die Prostata-Untersuchung. Sonst wären wir eine Gefahr für den Verkehr. Der Bezirksschornsteinfeger wünscht eine Veränderung der Brandschutzordnung und möchte jeden Tag vorbeikommen. Ne? Die Zahnärzte fordern jetzt eine 3-tägige Untersuchung, und zwar einmal die Woche. 3 Tage zur Kariesprophylaxe. Denn sonst, wenn man nicht hingeht, sinkt der Bonus bei der Krankenversicherung. Die stecken doch alle unter einer Decke. Wir müssen jetzt jeden Tag irgendwo hin und Geld abdrücken, nicht wahr? Die DEKRA bietet jetzt bei der Bremsenprüfung parallel eine professionelle Zahnreinigung an. Für Gebisse, die über 6 Jahre alt sind oder mehr als 160.000 Kilometer gekaut haben. Wer auf den Felgen kaut, braucht eine Vollabnahme. Für 120 Euro, nicht wahr? Und da erinnere ich noch mal, warum wir Schützenvereine uns eigentlich gegründet haben. Wir Schützenvereine waren einst dafür da, die Bürger vor Raubrittern zu schützen. Na, wo ist denn hier der Abzug? Ja. Ah. Ach komm, aufhören, Herr Becker, aufhören. Komm, Becker. Auf, Schuss, komm, auf, Becker. Obwohl. Muss ich ganz ehrlich sagen, Herr Becker, heute haben Sie mal wieder ein extrem hochinteressantes Thema auf der lauwarmen Pfanne. Das ist aber auch ein Skandal, nicht? Dass die bedauernswerten Autofahrer mit ihren fossilen Brennstoffvernichtungsschleudern in Zukunft jedes Jahr zum TÜV sollen. Und das Schlimmste ist, wahrscheinlich werden sie ihre Karren auch dann noch im Schweiß ihres Angesichts zur Prüfstelle schieben müssen, weil der Spritpreis derart durch die Decke gegangen ist, dass sich kein normaler, das heißt geringfügig verdienender Mensch das Autofahren mehr leisten kann. Ich meine, noch geht es ja, ja. Zwar meckern alle über die Abzocke an den Tankstellen, aber für das Fahrverhalten der Bleifuß-Indianer hat diese Abzocke bislang noch keine Folgen. Ganz im Gegenteil, immer schön Vollgas, auch wenn der Verbrauch sich mehr als verdoppelt. Keine Minute schneller am Ziel, aber der Tank ist leer. Da ist, was den Preis angeht, doch offensichtlich noch eine Menge Luft nach oben. Selbst bei 1,76 für den Liter super. 1,76, das macht bei Vollgas für 100 Kilometer fast 30 Euro. Oh, Entschuldigung. Jetzt ist mir doch wieder so rausgerutscht, dieses böse Wort, nicht Euro. Wissen Sie, wir machen vor so einer Sendung immer eine Besprechung, auf der wir die Themen für die Sendung festlegen. Und wenn da eine Euro oder sogar Euro-Krise sagt, dann heißt es gleich, psst, bist verrückt, kein Sterbenslauchchen über den Euro, da ist die Quote sofort im Keller. Das Thema Euro können die Leute nicht mehr hören. Och, ist das wahr? Können Sie das nicht mehr hören? Naja, ich kann Sie ja verstehen, ja. Wenn einer vor den rauchenden Trümmern seines von Brandstiftern angezündeten Eigenheims steht, weit und breit keine Feuerwehr in Sicht, und dann kommt ein Nachbar und erzählt ihm was von Brandschutzmaßnahmen und Rauchmeldern, ja, dem würde man doch als Betroffener auch auf der Stelle das Maul stopfen. Und genauso geht es den Menschen mit der Euro-Krise. Durch Rettungsschnitte, Fiskalanleihen, Hilfsbankrotte, Schuldenkredite, Sparschirme, Zentralbankdrücker, Griechenland, Spanien, Italien, Schluss aus, kein Wort mehr! Wer redet schon gerne über das Eingemachte, wenn das Eingemachte gerade verschimmelt? Also kein Sterbenswörtchen mehr über den Euro, dem Mortuis nihil nisi bene. Reden wir lieber über die Renten. Oder können Sie das am Ende auch nicht mehr hören? Hä? Dass in Nordrhein-Westfalen im Jahr 2030 mehr als ein Drittel aller Rentner von 676 Euro im Monat werden leben müssen, weil sie ihr Berufsleben als Niedriglöhner mit einem Stundenlohn von deutlich weniger als 9 Euro brutto verplempert haben. Oder sie sind zu früh krank geworden. Oder sie waren behindert. Oder sie haben allein erzogen. Oder sie haben sonst irgendeinen Fehler begangen, den sie im Rentenalter ausbaden müssen. Und zwar in ganz kaltem Wasser, weil es in dem Loch, das man ihnen dann als angemessenen Wohnraum zugewiesen hat, überhaupt kein fließend warm Wasser mehr gibt. Außerdem liegt es irgendwo weit draußen vor der Stadt in einem verrotteten Hochhaus ohne Aufzug. Was wiederum von Vorteil ist, weil sie da nicht so schnell raus können und also auch weniger Geld ausgeben können. Ja? Geld, das sie ohnehin nicht mehr haben. Von wegen zum Leben zu wenig, zum Sterben zu viel. Dann reicht es nicht mal mehr zum Sterben. Denn mit der Migränerente können sie sich die Beiträge für eine Sterbehilfeorganisation ganz sicher nicht leisten. Aber
Vielleicht ist im Jahr 2030 das Geld auch gar nichts mehr wert. Nicht? Und wir zahlen wieder mit Naturalien. Schwarzbrot, Zigaretten, Duschgel. Vergessen Sie Gold. Der Goldpreis schmilzt schneller als das Eis in der Antarktis. Ich empfehle Ihnen Diamanten. Ja? Oder legen Sie Erdölvorräte an. Oder gehen Sie jetzt noch schnell zum Arzt, simulieren Sie alle Krankheiten, die Ihnen einfallen und lassen Sie sich die entsprechenden Medikamente verschreiben, um diese dann auf die ganz hohe Kante zu legen. Medikamente sind das Gold von morgen. Ja? Für viele Rentnerinnen und Rentner ist der Besuch einer Apotheke heute schon so unbezahlbar wie ein Essen in einem Drei-Sterne-Restaurant. Und wo wir gerade dabei sind, horten Sie Zahnersatz, Brillen und Gehhilfen. Oder schaffen Sie sich jetzt eine zweite Tiefkühltruhe an. Da lagern Sie dann die brauchbaren Organe Ihrer Verwandten, die in den nächsten Jahren versterben. Organe sind ja heute schon ein Vermögen wert. Jede Feuerbestattung von nicht ausgeweideten Körpern ist eine Vernichtung von Zukunftskapital. Jedes Urnenbegräbnis ist ein Verbrechen an der Zukunft. Vor allem, meine Damen und Herren, machen Sie Vorsorge. Ja? Der Rentenbescheid der Zukunft ist ein Altersarmutszeugnis. Aber keine Panik, wir sprechen, wie gesagt, vom Jahr 2030. Das sind noch 18 Jahre. Wenn das mit dem Klima bis dahin so weitergeht, und das geht so weiter, dann haben Sie ohnehin das Meer vor der Haustür. Und Sie sind froh, dass Sie so weit oben wohnen. Außerdem entstehen haufenweise neue Arbeitsplätze. Schleusenwärter, Wassertaxifahrer, Bademeister. Da können Sie sich dann im Ruhestand ein paar Euro dazu verdienen. Däh, sind wir schon wieder beim Euro. Wollten wir doch eigentlich vermeiden. Es gibt doch wirklich Wichtigeres als Geld. Zum Beispiel, ja, fällt mir jetzt gerade nichts ein. Na ja, komm, sprechen wir nächstes Mal drüber. Das, meine Damen und Herren, waren die Mitarbeiter. Willkommen zu den Mittagsspitzen aus dem alten Wartesaal unter dem Kölner Hauptbahnhof. Ja! Herrlich. So, da wollen wir uns mal einen schönen Abend machen. Oder sind Sie Fan von einem lupenreinen Arschloch? Wladimir Putins Russland schockiert mal wieder die Welt. Vorletzte Woche wurden die drei jungen Frauen von der Band Pussy Riot zu 2 Jahren Straflager verurteilt, weil sie in einer Kirche Punklieder gesungen haben. Das galt als Blasphemie. Es gab die Frage von Radio Erivan. Wurden die Frauen wirklich wegen Gotteslästerung verurteilt oder weil sie Putin kritisiert haben? Rückfrage von Radio Erivan. Wo ist da der Unterschied? 2 Jahre Straflager für einen Protestsong in der Kirche. Das würde es bei uns nicht geben. Da wäre die Kirche doch froh, wenn überhaupt mal junge Leute reinkommen. Nicht wahr? Außerdem bizarre Gestalten in Kirchen, die seltsame Mützen aufhaben und strafrelevantes, provozierendes Zeug von sich geben. Das heißt in Köln nicht Pussy Riot, das heißt Kardinal Meister. Wobei diese Form des Protestes bei uns eh nicht möglich wäre. Pussy Riot schafft es, den Staat noch wirklich zu provozieren. Die bekannteste Punkgruppe in Deutschland sind die Toten Hosen. Aber die sind so gesettelt und bräsig, wenn die in die Kirche eindringen, dann wirkt sogar die Deutsche Bischofskonferenz punkiger als die. Auf jeden Fall aber zeigt das Ganze, was für eine Diktatur Russland immer noch ist. Es sollte ja allen Ernstes nicht nur Pussy Riot verurteilt werden, sondern auch der Putin-Gegner und Schachgroßmeister Garry Kasparov. Ehrlich, man sagt, Putin empfindet es als versteckte Kritik an sich, weil Kasparov in einem Schachspiel den König geschlagen hat. Ja, nichts zu dem ganzen Fall hört man ja mal wieder von unserem Mann in Russland, Gerhard Schröder. Schröder und sein Freund Putin. Warum kommt da nicht mal ein klares Statement? Sowas wie,
Das ist ein fieser, machtgeiler Typ, dem die Demokratie und die Menschen in Russland total egal sind. Ja, stimmt doch. Und der Putin ist auch nicht viel anders. Ja. Aber alle schließen sich mit Putin zusammen. Natürlich auch die orthodoxe Kirche, die das macht, was alle christlichen Kirchen seit ihrem Beginn immer tun, sich brav auf die Seite der Staatsmacht schlagen, solange es sich dabei nicht um Kommunisten handelt. Die Kirche hat vor Gericht argumentiert, in einem Gotteshaus zu randalieren, wäre eine schwere Straftat. Gut, dass Jesus damals beim Randalieren im Tempel nicht in Russland gelebt hat. Er wäre sein Leben lang aus Sibirien nicht mehr rausgekommen. Apropos Sibirien. Schauen wir nach Osten und schalten um zu Uli aus Deppendorf. Hallo Uli. Hallo Jürgen. Uli, na, wie sieht's aus? Alle wieder zurück aus dem Urlaub? Genauso sieht es aus, leider alle wieder da. Das musste auch die Bundeskanzlerin feststellen, die nach ihrer Rückkehr auf die Regierungsbank eine böse Überraschung erlebte. Der Euro ist doof, Merkel auch. Da hatte irgendein Rotzlöffel aus ihrer Rasselbande einen bösen Streich gespielt. Aber wer war der Urheber dieser Schmierereien im Bundestag? Von der FDP kann es keiner gewesen sein, sind die führenden Mitglieder doch inzwischen voll domestiziert und mit der eigenen schmutzigen Wäsche beschäftigt. Der Einzige, der zwischenzeitlich mal für Ärger sorgte, war Dirk Niebel, der Minister für Teppichhandel und Import zollfreier. Importzollfreier Bodenbeläge. Aber das ist inzwischen längst vergessen oder, wie der Niebel sagen würde, alles in trockenen Teppichen. Auch der Neue im Kabinett, der brave Peter Altmaier, kommt nicht als Schmierfing in Frage, denn erstens malen seine Mühlen langsam und zweitens ist er so dankbar, dass ihn die Kanzlerin ans Ruder der Energiewende gelassen hat, dass es ihm gar nicht in den Sinn käme, ihren Kurs zu verlassen. Bleibt eigentlich nur einer, der es wagen würde, der Kanzlerin zu widersprechen. Lass mich raten. Der tapfere Wolfgang Bosbach? Nein. Der rotzfreche Wolfgang Kubicki? Nein. Ich hab's. Der doofe Dobrindt. Genau, der Alpenwudi Ellen. Aber den Mann nimmt doch keiner mehr ernst. Der redet doch genauso, wie er aussieht. Tja, aber trotzdem, seine Forderung, Grierchen raus aus der Eurozone, wird doch von vielen seiner bayerischen Landsleute geteilt. Deshalb viele glauben, der Dobrindt sei nur der verlängerte Arm von Horst Seehofer, mit dem sich die Kanzlerin ja immer mal wieder einen Schlagabtausch liefern. Das Kräftemessen zwischen ihr und dem CSU-Vorsitzenden gehörte in der Vergangenheit zu einem festen Ritual des schwarz-gelben Hickhacks hier in Deppendorf. Aber es scheint, als habe sich die Kanzlerin durchgesetzt und dem christsozialen Unruheherd endgültig den Strom abgedreht. Sie hat aus ihm genau das gemacht, was sie irgendwann aus allen Konkurrenten macht, Muttis Liebling, dessen großes Herz nur einer gehört, seiner Geliebten Angela. Ja, also, dann kann das mit den Schmierereien ja nur von der Opposition kommen. Auch das glaube ich nicht, denn die ist mehr mit sich selbst beschäftigt. Die SPD mit der K-Frage, K wie kann ich nicht mehr hören, oder K wie Kasper-Theater. Und da läuft gerade eine Klamotte, bei der sich eigentlich nur eine so richtig amüsiert, nämlich die lachende Vierte, die Frau, die das K nicht in der Frage, sondern im Namen trägt. Auch die Grünen sind zurzeit voll oft damit beschäftigt, endlich zu klären, wer neben Chefgärtner Trittin drin grünen Garten bei der Bundestagswahl bestellen soll. Tja, und die Piraten entwickeln sich mehr und mehr zur Ratenpartei. Zumindest in Umfragen, eine Partei erlebt den Abstieg auf Raten. Die Kanzlerin hat also den Rücken vollständig frei und kann das tun, was sie am liebsten tut, die führenden Männer Europas auf Kurs zu bringen. Auf ihren Kurs. Ja, aber Uli, wer hat denn dann im Bundestag die Parolen an der Wand geschrieben? Tja, also... Nein, Uli. Uli, das warst doch nicht du. Nein, der Euro ist doof, das war ich nicht. Aber das mit Merkel auch, sag bloß, das ist von dir. Nun, und damit zurück nach Köln. Danke an Uli aus Deppendorf. Und wenn Sie es noch einfach erklärt haben wollen, empfehle ich die genialen Didakten Adolf Rating. Oh. Ja, hallo. Ja.
Hallo, ich komme ja aus Berlin und da war jetzt gerade wieder Energiegipfel. Ja, da ist Handlungsbedarf. Die Energiewende macht den Strom so teuer. Auweia, was haben Sie uns in der Energiepolitik nicht alles schon für Märchen erzählt? Wissen Sie noch, es geht nicht ohne Atomkraft. Ja und? Da haben wir über die Hälfte der Dinge abgestellt und als es im vergangenen Februar so kalt war, haben wir noch Strom nach Frankreich exportiert, weil die mit ihren zig Atomkraftwerken nicht genug hatten. Daran sieht man doch spätestens, dass das Schwachsinn war, was Sie früher mal gesagt haben, die Atomkraftgegner wollen nur, dass bei uns eines Tages das Licht ausgeht, damit der Russe im Dunkeln einmarschieren kann. Ja. Und Wirtschaftsminister Rösler und Umweltminister Altmaier wollen uns jetzt wieder sagen, die Energiewende wird teuer, natürlich nur für uns. Die Großstromverbraucher müssen ja nicht bezahlen. Das ist doch furchtbar, was da immer wieder für Märchen erzählt werden. Die Energiewende wird teuer, erzählt uns das nochmal. Wind und Sonne sind umsonst. Sie drücken jetzt schon den Strompreis an der Leipziger Strombörse. Ja, das wird natürlich zu teuer für die fossilen Energieriesen. Da verdient ja nachher keiner mehr. Wenn jeder die Solaranlage auf dem Dach hat und sein Auto damit volltankt, das wäre ja der Untergang. Da gibt es an der Tankstelle nur noch Bier und das wollen die Bayern auch noch verbieten. Also, wissen Sie, ich frage mich manchmal, was sind das nur für schräge Vögel, die da bei uns in den letzten Jahren nach oben gekommen sind. Da brauche ich ja gar nicht erst die Flexiquoten-Frau Christina Schröder zu nennen oder Dobrindt von der CDU oder Gesundheitsminister Bahr oder Philipp Rösler. Man fragt sich doch bei vielen, wie sind die da überhaupt hochgekommen? Ich weiß, gefälschte Doktorarbeiten, das Thema ist ja nicht neu. Die Uni Heidelberg hat die Doktorarbeit von Helmut Kohl jahrelang streng unter Verschluss gehalten. Der Kohl, der wusste noch, wie man das richtig macht. Ja, wie sind die nach oben gekommen, diese lächerlichen Galgenvögel? Ich weiß, woran das liegt. Es ist noch nicht lange her. Erinnern Sie sich noch, da hatten Motivationstrainer bei uns einen gigantischen Erfolg. Motivationstrainer, da haben Firmen, die sonst an ihren Mitarbeitern gespart und gespart haben, plötzlich Tausende auf den Tisch gelegt, um ihre Top-Mitarbeiter zum Motivationstraining zu schicken. Die wurden in ein Sternehotel am Autobahnkreuz verbracht und da haben sie sich dann von talentierten Gebrauchtwagenverkäufern, die nicht auf den Mund gefallen waren, motivieren lassen. Und das ging ungefähr so. Hallo, heute ist ein schöner Tag. Ein schöner Tag zum Lächeln, ich möchte euch alle lächeln sehen. Kommt, lächelt, die Zähne auseinander. Ihr könnt es, ihr müsst nur Köln sagen. Dann lächelt ihr schon. Ja, wir versuchen es gemeinsam. Wir sagen alle Köln. Bei drei geht's los. Eins, zwei, drei, Köln. Das geht noch besser. Kommt, nochmal. Eins, zwei, drei, Köln. Ja, ja, super, du kannst es. Du hast gesehen, in dir steckt mehr. Der normale Mensch nutzt nur 10% seines Gehirns. Schwinge dich auf, die restlichen 90% auch zu nutzen. Ja, es gibt unterschiedliche Arten von Vögeln. Es gibt Hühner und es gibt Adler. Es gibt Hühner, die ihr Leben lang auf dem Boden das picken, was vor ihnen ist. Dann legen sie Eier, die nimmt man ihnen weg, dann fangen sie an zu gackern. Wer mit den Hühnern gackert, kann nicht mit den Adlern fliegen. Du hast deine Flügel zum Fliegen, schwinge dich auf, sei Adler! Da waren die ganzen Seminarteilnehmer aus ihrer Bodenhaltung heraus so beflügelt, dass sie die ganze Kraft der 90% in sich gespürt haben. Und so haben die Hühner zum Fliegen gebracht. Ja, und jetzt sind die Hühner oben. Ja, diese ganzen schicken Wings von der FDP. Diese Lindners, ja? Ja? Diese Lindners. Ja. Ich weiß auch, diese Lindners, das sind ja gar keine Hühner, das sind Hähnchen, die haben nicht mal Eier. Gut, ja? Man kann das ja sagen, ist ja nicht so schlimm, die können sich da oben ja gar nicht so lange halten, die stürzen ja auch wieder ab, aber solange sie oben sind, sind sie gefährlich, da scheißen sie auf uns. Man hat es ihnen doch beigebracht. Wer Erfolg haben will, braucht Adlerqualitäten. Der braucht ein helles Köpfchen, wache Augen, einen kräftigen Schnabel und zupackende Klauen. So haben die Drückerkolonnen der Versicherungsvertreter von der Hamburg-Mannheimer sich die Knete der Leute gekrallt, um sie mit falsch berechneten Riesterverträgen sitzen zu lassen. So haben die Maschmeyers die Riesterrente zur sprudelnden Quelle für sich gemacht. Jetzt sitzen die betrogenen Rentner da und gackern. Aber die Vertreter fliegen weiter. Sie sind Adler, die in Budapest die Hühner. Ja, nicht nur in Budapest, sie sind überall. In der Politik, in der deutschen Wirtschaft, am Kapitalmarkt, all das Geschmeiß, das sich auf Charity-Galas rumtreibt. Gucken Sie mal rein, da sind Sie alle versammelt. Vor Weihnachten geht es wieder los, ein Herz für Kinder, kennen Sie das? Wo man sich immer fragt, wo haben Sie dieses eine Herz her? Gucken Sie sich die genau an, die Charity-Galas, dann sehen Sie das am besten. Frau Ohofen mit ihren Schlauchbootlippen, auf denen sie bis nach Amerika schwimmen könnte. Dieses breite Lächeln, deswegen haben wir extra Breitbandfernseher, damit dieses Lächeln übertragen werden kann.
Schauen Sie genau hin, bei den Damen sehen Sie es am besten. Hühner, die Adler sein wollen. Das Gesicht glatt und zart wie ein Kinderpopo. Der Hals wie von einem Truthahn und die Hände wie Raubtierklauen. Hühner, die Adler sein wollen. Zu den Raubtierklauen haben sie es gebracht. Klauen, das ist das Handwerk. Ja, sie sind so nett, sie lächeln in allen Talkshows. Sie tun doch gar nicht. Nicht wahr? Auch die an der Börse, die tun nicht. Sie wollen nur spielen. Ja, Sie wissen ja, warum die Vorstandschef und die Spitzenpolitiker immer von den Chauffeuren die Autotüren aufgemacht kriegen. Das ist wegen der Kindersicherung. Apropos Kindersicherung, das Ehegattensplitting bleibt umstritten, denn Millionen Paare leben ja inzwischen ohne Trauschein zusammen. Aber mehr als die Hälfte von ihnen würde doch gerne heiraten, allerdings nicht den derzeitigen Partner. So auch bei diesem überschätzten Paar der Weltgeschichte. Frau Maischberger, fragen Sie mich mal was. Herr Schmidt, wir sitzen jetzt hier seit 4 Wochen in diesem Studio. Wann können wir die Sendung endlich mal beenden? Wenn ich alles erklärt und zu Ende geraucht habe. Aber das geht schnell. Ich hab nur noch 10 dabei. Zigaretten? Nee, Stangen. Hallo. Aber Herr Schmidt, erwartet denn nicht Ihre neue Partnerin zu Hause? Nein, sie wohnt nicht bei mir. Wir haben uns entschieden, eine wilde Ehe zu führen. Das heißt, wir haben getrennte Aschenbecher. Oh. Sehen Sie sich denn oft? Sie ist jeden Tag bei mir. Wirklich sehen können wir uns natürlich nur sonntags, weil dann gelüftet wird. Na ja. Aber meistens kommt sie abends zu mir und wir sitzen die ganze Nacht zusammen und reden bis morgens früh. Ja, und dann? Dann höre ich auf zu reden und wecke Sie. Herr Schmidt, Ihre Lebenspartnerin ist 78 Jahre alt. Ja, und ich habe auch gezögert, etwas mit so einem jungen Ding anzufangen, das noch Flausen im Kopf hat. Warum? Na, wegen der Zukunftsperspektive. Sie ist 78, ich bin 93. Da hat sie natürlich schon gefragt, Helmut, was machen wir in 20 Jahren? Und ich habe gesagt, mach dir keine Sorgen, ich bin bereit, dich zu pflegen. Ja. Und, denken Sie, Herr Schmidt, kann man auch im hohen Alter noch mal heiraten? Natürlich, ich denke, 1-2 Jahre geht das bei Ihnen noch, Frau Maischberger? Wenn Sie einen finden, der Sie nimmt. Ich meine nicht mich, sondern Sie. Ist Ehe für Sie ein Thema? Natürlich ist Ehe ein Thema. Ich habe die Ehe schließlich selbst erfunden. Als mich damals Adam gebeten hat, ihm eine Frau zu basteln. Die Ehe bietet ja auch steuerliche Vorteile, die im Moment stark diskutiert werden. Ich weiß, das habe ich auch selbst entwickelt, als damals Heinrich der 8. von England 2 seiner Frauen köpfen ließ, habe ich gesagt, Heinrich, das geht nicht, wir
brauchen eine neue Form des Ehegattensplittings. Aber haben Sie und Ihre Freundin denn Heiratspläne? Ich meine, Sie sind frisch zusammen, da hat man doch Schmetterlinge im Bauch. Ich habe gehört, Sie machen mit ihr sogar Urlaub. Natürlich, wir machen auch oft total verrückte Dinge, die nur Verliebte tun. Oh. Wir rauchen zum Beispiel manchmal ohne Filter. Und bald fahren wir in Urlaub nach Amerika zu meinem Freund Henry Kissinger. Und da besuchen wir die Stadt, die die Amis nach mir benannt haben. Ja, Houston in Texas. Aber Herr Schmidt, was sagen Sie denn jetzt zum Thema Ehering? Zum Thema Hering kann ich nur sagen, das ist ein Schwammfisch, der in der Nordsee lebt. Nein! Ich meine, was ist mit Standesamt? Stuyvesant war lange Zeit meine liebste Zigarettenmarke. Herr Schmidt, ich glaube, Ihr Hörgerät streikt. Lucky Strike habe ich auch gerne geraucht. Es geht um die Ehe. Verstehen Sie meine Frage? Nein, aber das ist egal. Frau Maschberger, wenn ich meine Antwort gehört habe, kann ich mir Ihre Frage vorstellen. Herr Schmidt, ich wollte doch nur wissen, die Ehe, ja, soll für stabile Verhältnisse sorgen. Was ist Ihr Geheimnis für eine lange und gute Partnerschaft? Da gibt's nur eins. Eine Beziehung ist am spannendsten, wenn sie sich immer auf der Kippe befindet. Wilfried Spickler und Uwe Lückow, die überschätzte Paare der Weltgeschichte. Oh, wei. Ja, ein Zickenkrieg beschäftigt Deutschland. Gertrud Höhler greift Angela Merkel an. Gertrud Höhler kennen Sie. Die hat früher angeblich mal Helmut Kohl beraten, aber der weiß davon nichts. Dann hat sie ihren Job geändert und arbeitet nun seit vielen Jahren als ständiges Bühnenbild in den deutschen Talkshows. Und sie hat nun ein Buch über Merkel geschrieben, Die Patin. Das heißt, die tut so, als wäre Merkel in der Mafia. Angela Merkel, hör mal, die ist doch total rechtschaffen. Wenn die Chefin der Mafia wäre, würde die doch als erstes sagen, so, mit dem Erschießen und dem Drogenhandel hören wir auf, wir dealen ab heute mit Pflaumenkuchen. Aber was Höhler der Merkel vorwirft, ist, alle ihre Gegner beseitigt zu haben und nun alleine oben zu stehen. Dabei liegt das doch nicht an Angela Merkel. Das liegt an den Gegnern. Was waren denn das für Typen? Kohl war in der Parteispendenaffäre kriminell geworden und hat sich ins Ausgeschossen. Schäuble genauso. Roland Koch hat sich mit seinem ausländerfeindlichen Wahlkampf selbst zur meistgehassten Person der CDU gemacht. Christian Wulff hat seinen Posten durch Geldgeilheit verloren. Und Röttgen war so blöd, sich vor der NRW-Wahl von Nordrhein-Westfalen zu distanzieren. Ja, Entschuldigung, die haben sich doch alle selbst erledigt, doch nicht die Merkel. Das ist, als hätte es ein Wettrennen gegeben und alle sind mit ihren Formel-1-Wagen selbst gegen die Wand gefahren. Und am Ende gewinnt die Merkel mit dem Klapprad. Ne? Ja. Nicht, weil die so gut ist, sondern weil die anderen so doof sind. Wobei ich jetzt nicht sagen will, dass Angela Merkel Klapprad fährt. Also, das würde ja suggerieren, dass bei ihr irgendwas vorwärts geht. Nicht? Aber, nein, aber... Die Gertrud Höhler sagt, Merkel wolle in Deutschland die Demokratie vernichten, weil sie in der DDR aufgewachsen ist. Und gut, die Angela Merkel kommt aus einer Gegend, in der es wenig unterschiedliche Kulturen gab, in der keiner bleiben wollte und wo man schwer rauskam. Aber die Gertrud Höhler doch auch. Die kommt aus Wuppertal.
Ich denke, die Argumentation ist doch ein bisschen plump. Zu sagen, das System, in dem man aufgewachsen ist, wird man nie los. Dann wären ja alle Ostdeutschen keine Demokraten, alle über 70 wären alte Nazis oder alle, die in Köln aufgewachsen sind, wären faul, hätten nur Saufen und Feiern und Karneval im Kopf. So. Gut, wenn ich mich hier so umschaue. Glauben Sie, ich habe jetzt eine Sache am Laufen. Hör mal, da könnte ich mich ärgern, dass ich da nicht schon früher drauf gekommen bin. Ja, hör mal, da gibt mir so viel an Erfüllung und Befriedigung. Nee, also nicht eine Frau. Nee, also ich meine, komm, ich habe ja schon eine. Nee, ich bin jetzt Mitglied von unserem von mir gegründeten Philosophenstammtisch. Ja, hör mal, wir treffen uns, wir treffen uns einmal die Woche immer in der Alten Funzel. Ne? Das ist bei uns um die Ecke so eine Eckkneipe. Hör mal, mit Wirtin, die Gisela, ne? Ja, wie bin ich drauf gekommen auf dieses Bedürfnis in mir? Das ist, weil je älter ich werde, und das passiert von Tag zu Tag mehr, desto mehr konfrontiere ich mich selbst mit Fragen, die ich früher gar nicht hatte. Ne? Fragen wie, warum? Wohin? Wieso? Was soll das? Oder auch einfach nur, hä? Ja, weiß ich. Hallo. Ja, wo man versucht, Dinge um Grund zu gehen, die vordergründig vielleicht gar nicht so erscheinen, aber wo sich dahinter was verbirgt und wo sich dem Philosophen schon wieder die Frage stellt, was? Ne? Ja, und da versuchen wir eben, Licht im Dunkeln zu bringen. Und deswegen haben wir als Tagungsort die alte Funzel ausgesucht. Ja, wobei Tagung nicht ganz stimmt, weil wir uns ja, also abends, ne? Ja, und wir ist in dem Fall ich, ne? Ja, dann noch der Ernst Pichel und der Opa Hinze. Hör mal, lange Zeit habe ich den falsch eingeschätzt, ne? Da dachte ich nur immer, ha, lass den mal eine Fliege verschlucken, dann hat der mehr Gehirn im Bauch als im Kopf, ne? Ja, aber hör mal, jetzt hat er in der letzten Zeit ein paar Weisheiten rausgehauen. Da habe ich ihm gesagt, er wäre schon ein Kandidat für meinen Philosophenstammtisch. Zum Beispiel so Weisheiten wie, halb besoffen ist rausgeschmissen Geld, ne? Hör mal, da liegt so viel Erkenntnis drin, dass man sich glücklich schätzen darf, wenn du so einen mit dabei hast. Ich sag, Opa Hinze, Respekt. Ich trinke Pilz, ne? Ja, hör mal. Und manchmal... Ja, und manchmal knüpfen...